Hallo liebe Leute, willkommen zum neuesten Workshop in der Reihe der Web-Workshops des WinLabs der Technischen Hochschule Wildau. Mein Name ist Wieland und ich werde heute mit euch MicroPython auf einem ESP8266 bzw. ESP32 Mikrocontroller installieren. Und ja genau, also heute mal wieder, wie beim letzten Mal, aus dem Homeoffice ein kleines Video. Ich hoffe, dass es euch gefällt, auch wenn ich nicht visuell zu sehen bin hier und das Ganze nur akustisch untermale. Hoffe ich, dass es euch trotzdem gefällt. Und ja, bei Fragen könnt ihr mir die gerne in die Kommentare reinschreiben. Das ist zwar so ein voraufgenommenes Video, aber wenn das Ding hier online geht, dann werde ich aktiv am Start sein und ich werde zuhören und ja, genau, ich werde gucken, dass ich eure Fragen beantworten kann. Genau, also wir machen heute MicroPython, obala, hier sind wir, genau, MicroPython, das ist eine abgespeckte Python-Programmiersprachen-Version, Derivat, für Mikrocontroller. Und das Interessante ist, warum eignet sich der ESP32, warum eignet der sich so besonders dafür? Der hat einen Dual-Core-CPU und deshalb läuft quasi auf einem Kern bei 240 MHz oder 160 läuft der MicroPython-Interpreter und auf dem anderen läuft quasi die Anwendung. Das heißt, Parallelisierung out of the box, Parallelisierung für Toys, quasi, kleiner Spaß, aber ja, warum denn nicht? Warum soll man es sich nicht leicht machen? Und genau, das Ganze läuft bei mir unter Linux. Wir werden dafür Thony benutzen. Thony, das ist eine IDE, die total altbacken und crappy aussieht, aber wirklich nicht zu unterschätzen ist. Das ist Freeware, die habe ich jetzt hier natürlich auf dem System schon installiert. Egal, was ihr für ein System habt, auch wenn ihr ein Windows oder Apple, ein Mac-System benutzt, das ist freie Software und ganz einfach zu installieren. Und genau, das habe ich euch mal hier erspart, mir zuzuschauen, wie ich das installiere. Ja, also eine gute Empfehlung ist immer, sich, egal was man macht, Dokumentation von der Software reinzuziehen, weil da steht eigentlich immer alles drin. Das meiste, was ihr wissen müsst, ist bereits beschrieben und ist bereits da. Und richtig, also es ist klar, was brauchen wir, um MicroPython auf dem ESP8266 laufen zu lassen? Der 8266, das ist hier so eine Kiste, ihr kennt ihn, ich bin großer Fan von den Teilen, kostet nichts, kann viel, WLAN ist an Bord und ja, kann man durchaus machen. Wir brauchen natürlich einmal eine Binary, wir brauchen einmal den Controller und wir brauchen das Tool, was uns die Firmware auf den Chip raufflasht. In dem Fall ist das das Tool ESP-Tool, das kommt von Espressif Systems. Das ist exakt das System, der Hersteller, von dem auch die Chips sind. Und ihr könnt das auf verschiedene Art und Weisen installieren. Ihr könnt das klassisch mit Pip installieren. Ihr könnt die Repo clone, die Directory changen und händisch installieren. Oder ihr könnt auch das Ganze über den Controller, über Thony machen. Thony hat nämlich eine grafische Oberfläche dafür. Und dann braucht man natürlich noch ganz klar die Firmware. Also wenn wir auf der MicroPython-Seite sind, müssen wir uns
den richtigen Chip raussuchen. Ihr seht, hier ist auch das neue Raspberry Pico Board. Das habe ich noch nicht, bin aber total interessiert. Das ist so ein bisschen von der Raspberry Foundation der Griff zum ESP32. Ja, also die haben gemerkt, oh, das Ding ist beliebt, die Leute mögen das. Jetzt machen wir mal ein eigenes ähnliches System. Und ich glaube, die haben den STM32 drin. War noch relativ frisch. Genau, also ihr seht, hier sind noch nicht so viele Versionen. Die meisten davon sind sogar noch unstable. Aber beim Espressif ESP8266 oder dem 32, da sieht das schon ganz anders aus. Da gibt es schon jede Menge Firmwares und die sind auch stable. So, wir brauchen eine Version, die passt. Und ganz interessant ist, was habe ich denn? Wie viel Flash habe ich denn auf der Bude? Ja, weil das ist wichtig, was man so, dass man nicht die falsche Firmware darauf flasht, weil es gibt Versionen mit 1 MB, mit 2, mit 512 und je nachdem muss man sich das richtige Tool raussuchen. So, ich habe jetzt schon die Binaries mal runtergeladen. Ich habe hier eine etwas ältere aus dem Jahr 2019 und eine aktuelle aus 2021 und habe auch hier ESP-Tool schon geklont. Ich bin immer Fan. Also Pip ist super, doch, nein, es gibt nichts gegen Pip zu sagen, alles in Ordnung, kann man machen. Ich habe das aber hier geklont, bin jetzt in der Directory und habe das händisch installiert. Wir können ja mal gucken, wie es überhaupt aussieht. Der Controller, der ist auch schon angesteckt. Wenn man jetzt hier guckt, wir sehen auf meinen USB-Ports, die jetzt hier am System angeschlossen sind, genau, die CP210X UART Bridge, weil was habe ich hier? Ich habe hier nicht das generische Modul, ja, sondern ich habe das als, wie nennt sich das, Node MCU Amica oder so heißt das Teil. Ich habe das Modul auf einem größeren PCB. Ne? Mal hier Oberansicht, so, ihr seht, das hier, das kleine Modul hier, das ist die CPU, aber ich habe das auf einem PCB mit jeder Menge Pins und auch einem USB-Anschluss, weil eigentlich müsste man das seriell machen, eigentlich müsste man hier ein bisschen löten, ein bisschen Adapter ranbringen, um dann per serieller Konsole oder per UART damit zu kommunizieren. Aber ich habe hier quasi schon eine Version. Da ist dieser Chip hier drauf. Das, ich weiß nicht, ob man die Maus sieht, aber das ist der CP2102 oder wie auch immer das Ding hieß. 210X, genau. Der quasi die Kommunikation und das Löten mir erspart. Also wir sehen auf jeden Fall, das Gerät ist schon angeschlossen. Das ist unser Modul. So, genau, gehen wir mal, hier ist schon ESP-Tool, gehen wir mal rein, schauen wir mal, was wir haben. Hier haben wir das ESP-Tool, jetzt müssen wir mal gucken, doch hier, genau, führen wir das Ganze mal aus. Hier kriegen wir quasi, wenn wir das händisch ausführen, die Erklärung, was kann man alles machen, ja, gucken, was im RAM ist, ein ganzes Memory in einem Binary-File dumpen und so weiter und so fort. Können wir mal gucken, ob das kommuniziert über ReadMac. Lassen wir uns einfach mal die MAC-Adresse quasi ausgeben dazu. Ja, da sind wir schon. Und genau, wir haben jetzt hier gesehen, was hat er gemacht? Er hat zwei serielle Ports gefunden. Er hat sich für den richtigen entschieden. TTY USB 0 hat erkannt. Es ist ein 8266 mit Wi-Fi. Hat geschaut, wie der Kristall schwingt. Und hat hier die MAC-Adresse ausgegeben. Die Stub, die da aktuell drauf ist, einmal ausgeführt und dann das ganze Ding resettet über den RTS-Pin. Der RTS-Pin, das ist nichts anderes, als würde ich jetzt hier auf dem Gerät das Knöpfchen RST RTS. Oh, ich bin ja ganz krank. Oder die Software ist anders. Eigentlich ist das so. Was steht denn hier bei mir drauf? Da steht auch Reset. Das ist auch der Reset-Knopf und der resettet das Ding auch. Vielleicht. Ja, okay, geisteskrank. Ich glaube, das ist wirklich. Also es ist, auch wenn es mittlerweile im dritten Versionsstadium ist, ein Schreibfehler. Würde ich mal vermuten. So, genau. Oh,
Ich habe ja schon 9 Minuten geplaudert. Jetzt müssen wir mal zum Eingemachten kommen. Wir müssen ja jetzt mal gucken, dass wir den Interpreter auf den Chip raufbekommen. Genau. Yes. So, okay, dann geht's jetzt mal ans Eingemachte. Kleine Planänderung. Und zwar, ich dachte mir, wir machen das mit Sony, mit der grafischen Oberfläche, weil warum auch nicht? Ihr könnt es natürlich selbstverständlich genau machen, wie hier beschrieben. Also ESP-Tool ausführen, den Port auswählen, die Baudrate, die Geschwindigkeit quasi setzen, den Flash beschreiben. Das ist der Schalter, um eine Binary zu schreiben. Gleichzeitig, oh, das ist interessant. Stimmt, das könnte ich auch nochmal machen. Ich habe mich eben gefragt, ob ich das 2 oder 1 Megabyte Modul vor mir habe, aber wir flashen einfach die 1 Megabyte Version. Und richtig, also das hier, ne, zusammenzusetzen und an die Konsole zu übergeben, das macht der Sony auch. Und in eurem Fall, wenn ihr Sony startet, habt ihr zum Beispiel das hier vor euch, außer vielleicht jetzt den Bums hier, aber ihr habt erstmal, oder auch den Fehler, den habt ihr nicht. Aber genau, wir fangen quasi einfach mal an. Ich führe euch da mal durch. Und zwar müssen wir uns erstmal quasi Zugriff zum Mikrocontroller verschaffen. Und das kann man hier schön über die Option ausführen. Select Interpreter. Ja, kann man das machen. Genau. Auf der Seite Interpreter finden wir hier erstmal verschiedenste Einstellungen. Ne? Ist ganz interessant. Man kann das Ganze auch hier in einer virtuellen Umgebung. Viele Python-Entwickler entwickeln virtuell gerne. Also man kann ja alles händisch auch eingeben. Ne? Man kann auch den Interpreter von der Hostmaschine laufen, weil Sony ist natürlich auch in Python programmiert. Und Python ist ja bereits auf der Hostmaschine installiert. Oh, lol. Okay, gut, lassen wir das. Aber eigenartig. Na gut. Und wir wählen natürlich den ESP8266 aus und der hat hier unter anderem die Funktion, die Ports automatisch zu erkennen, was ziemlich gut funktioniert. Wir wissen aber ja bereits von dem ESP-Tool, was auch im Hintergrund im Grunde genommen nur arbeitet, dass unser Controller auf TTY-USB 0 liegt und wählen das deshalb aus. Und hier unten haben wir die schöne Funktion, das Dialogfeld, um MicroPython auf dem Device zu installieren. Und das ist ja, ne, man sieht es hier schon, die Firma installieren with ESP-Tool. Der macht gar nichts anderes, als wir in der Shell eben hatten. Ja, der benutzt das gleiche Tool. Ja. Wir geben ihm den Port händisch an, der würde ihn auch automatisch gut detekten. Wir wählen eine Binary. Ja, ich habe jetzt hier schon mittlerweile verschiedenste Binary-Versionen und wir flashen jetzt zum Beispiel die aktuellste oder die 1 Megabyte, die etwas ältere mit dem alten Squash FS. File System Layout, genau, das haben die nämlich geändert. Ich habe hier ein bisschen rumgespielt. Ist aber eigentlich egal, welche ihr auswählt. Wenn das nicht funktioniert, nehmt dann natürlich eine andere, ist ganz klar, ja. Drauf zu achten sind, habt ihr die 2-Megabyte-Version, die 1-Megabyte-Version oder die 512-Kilobyte-Version. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann hatten wir ja hier den Schalter Flash Size Detect, das wäre ganz interessant, das kann man mal ausführen. Da würde man es wahrscheinlich sehen. Ich habe die 1-Megabyte-Version und flashe die V1.1.3. Hier ist noch der Schalter Erase Flash Before Installing, der würde nichts anderes machen, als vorher quasi das ausführen. Ne? Die erklären hier, lösche erstmal das ganze Ding hiermit und dann deploy deine neue Firmware damit. Und der macht hier nichts anderes. Und ich dachte so für euch oder generell ist das bequem und einfach. Nur, dass ihr versteht, im Hintergrund macht diese grafische Oberfläche nichts anderes, als diesen Befehl hier zusammenzubasteln. Und das ist auch das, was er tut, wenn wir jetzt Install drücken. Er öffnet mir ein Feld und er. Oh, jetzt ist hier Feuerwehr vorbeigefahren. Genau, hier seht ihr Erase Flash, TTY-USB. Er nimmt den Chip und er macht genau das Gleiche. So, jetzt hat er geflasht.
gelöscht. Und jetzt fängt er hier an zu flashen. Hier oben sehen wir den Befehl, der quasi eingegeben wurde mit dem Port. Und jetzt haben wir hier write flash die Adresse. Das ist die Anfangs-, die Startadresse, also quasi die erste im System. Und unsere Ziel-Binary. Ne, er hat hier nochmal alles zusammengefasst. Wir kennen das ja schon vorhin. Wir sehen jetzt hier, wie er die einzelnen Adressen mit der Binary beschreibt. Da ist jetzt der MicroPython-Interpreter drin. Wenn er das Ganze geflasht hat, drauf ist. Hier haben wir auch wieder das Verrückte mit dem RTS-Pin. Ich komme da immer noch nicht drauf, ob es ein Schreibfehler ist oder nicht. Aber wäre nicht unüblich, weil ich habe schon mal in, genau, das war beim letzten Mal bei der Ubuntu oder Linux Mint Installation, da war auch ein Schreibfehler drin. Also wäre vielleicht nicht unüblich, dass ich in meinen Workshops Schreibfehler aufdecke. So, was hat er hier am Ende gemacht, nachdem er 100% den Flash abgeschlossen hat? Sagt er uns hier, ich habe in 34,4, sagt uns die Geschwindigkeit und ganz interessant, er bildet noch eine Hash, eine Quersumme über alle Daten, um quasi zu überprüfen, ob der Flash anständig war. So, wenn wir das jetzt bestätigen, dann ist der Interpreter drauf und dann gehen wir doch gleich mal an die Shell und dafür muss ich hier an meinem Rechner kurz etwas einstellen. So, es ist mal wieder zu technischen Problemen gekommen, aber ich habe es natürlich scammy gelöst. Ansonsten, wer errät, was passiert ist, unter denjenigen verlose ich 5 Euro im Wert der Kryptowährung Cardano. Ja, aber wir legen direkt los, weil das ist passiert und wir sind am Start, wir sind auf dem Controller, ich habe Sony gestartet, der Flash war erfolgreich, ja, und ihr seht, wir sind auf unserem Modul drauf und zwar mit der V1.1.3 und das, was ich jetzt hier gerade ausgeführt habe, ne, ist einfach nur das Help-Command, dieser Interpreter, das läuft jetzt auf dem Chip direkt, das läuft also nicht auf der aktuellen Maschine, sondern das läuft tatsächlich auf dem Device. Ihr seht hier auch, hier sind bereits dubiose Dateien angelegt auf dem Mikrocontroller drauf, auf dem Speicher. Und genau, also wir haben hier so ein paar interessante Erklärungen. Hier haben wir die Funktion für das Netzwerk und jetzt sind wir bereits komplett in der Shell auf dem Modul, was wir gerade eben geflasht haben. Ja. Und ich habe hier bereits in der Main-Funktion, ich wage es nicht, es aufzumachen, weil da ist wahrscheinlich erstens ist das der Code bestimmt total sloppy und das ist einfach peinlich, wenn Menschen sehen, wie sloppy und unprofessionell ich programmiere. Und zweitens ist da höchstwahrscheinlich mein WLAN-Passwort drin und diverse andere sensible Daten. Und deshalb lasst euch gesagt sein, ich habe hier quasi in der Main die direkt über die Boot PY ausgeführt wird. Erst wird die Boot PY ausgeführt, danach wird die Main PY gecallt und richtig, in der Main oder in der Boot, in einer von diesen beiden Dateien habe ich hier quasi bereits die Basic Wi-Fi Configuration vorgenommen. Und ne, mit dieser Connect-Funktion, dem Access Point als auch dem Passwort habe ich mich bereits mit dem WLAN connected. Wir können ja mal gucken, was passiert, wenn wir die Status-Funktion... Ich hoffe, ich expose jetzt keine privaten Daten. Na, okay, ich expose keine privaten Daten. Aber wir sehen, das sind private Daten, die ich expose, klar. Oh, nee, doch nicht. Aber hier ist er eigentlich mit der IMP. Und die müssten wir jetzt auch pingen können. Was ist das? Wartet, Leute. Ich komme drauf. 194. Ja, sie ist es. Ihr seht, dubiose Latencies, 1,5 Sekunden, 1/2 Sekunde, 78 Millisekunden. Dubiose, freaky Latencies. Das kann nur ein
durch mich sloppy und billig programmierter MicroPython-Controller sein, denn wie vielleicht manche von euch wissen, ich bin gar kein Informatiker, ich bin tatsächlich nur ein Betriebswirt, aber das Herz schlägt für die Technik. Und ja, in diesem Sinne, wir pingen hier den Controller, hier läuft MicroPython auf unserem ESP 8266. Und falls irgendjemand von euch aufgefallen ist, wo habe ich beschissen, wo war der Cut, was hat hier nicht funktioniert, schreibt es in die Kommentare. 5 Euro im Wert von Cardano. Und ansonsten wünsche ich, ich hoffe, dass ihr trotzdem viel gelernt habt und eine gute Zeit hattet. Und genießt den Sommer, genießt das Leben, haltet eure Seelen gerade, ja, auch in dieser Zeit mit Covid und so weiter und so fort, ne? Stay positive und energievoll und shared auch trotzdem die Liebe, ja. Und genau, noch so für den Abschluss zur Unterhaltung, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Hier bin ich nochmal zu sehen, Leute. In diesem Sinne, macht's gut. Oh, das Kennzeichen, das ist nicht mehr gültig. Also es ist auch egal. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch was. Und genau, bis zum nächsten Mal. Dann hoffentlich das erste MicroPython-Projekt, was ihr dann vielleicht auf unserem Controller, den wir heute geflasht haben, schreiben werden. Ne? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, vielleicht interessiert euch ja irgendwas Spezielles, irgendetwas, was ihr gerne mit MicroPython schreiben wollen würdet. Ja, das ist ja eine ganze Bandbreite ist ja da möglich, gerade weil das Ding halt auch mit einfachsten Mitteln bereits im Netzwerk ist. Ne? Und richtig, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und macht's gut und bleibt gesund. Tschüssi.